Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf das Buch, das ich hier hochhalte, sind wir vom Ludwig von Mises Institut Deutschland sehr stolz. Die erste deutschsprachige Ausgabe von Theory and History, Theorie und Geschichte, ein Spätwerk, das vierte Hauptwerk von Ludwig von Mises, aufopferungsvoll übersetzt von Helmut Krebs. Leider ist das hier nur das Musterexemplar, hätte die Druckerei pünktlich geliefert, hätten wir es Ihnen heute schon anbieten können. Wir werden es aber, ich denke, in 14 Tagen auf der Website veröffentlichen, dass Sie es bestellen können. Nur kurz ein Satz von der Rückseite. In unserer Zeit, in der der Leviathan des Neomerkantilismus, der wie eine Würgeschlange, die in kleinen Verengungen ihre Beute langsam die Luft abschnürt, die Freiheit stückweise verdrängt, ist dieses großartige humanistische Plädoyer für das autonome Individuum ein gedankenreicher Protest. Eine große Empfehlung, ich schätze in 14 Tagen erhältlich, Theorie und Geschichte, Ludwig von Mises. Kommen wir zur nächsten Vorlesung, Grundlagen der Geldtheorie, Vortragender zu diesem Thema, natürlich Thorsten Polleit. Einen schönen guten Morgen, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren. Im Jahre 1912 veröffentlichte Ludwig von Mises sein Buch Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Es ist seine Habilitationsschrift und es ist ein bahnbrechendes, ja man muss sagen, zeitloses Werk. Denn das Buch beinhaltet wichtige Erkenntnisfortschritte über das Wesen und die Wirkung des Geldes in einer arbeitsteilig organisierten Volkswirtschaft. Und ich selber bin immer persönlich überrascht, wie wenig verbreitet dieses Werk ist, auch insbesondere in ökonomischen Fachkreisen, in Kreisen der Mainstream-Ökonomik. Und deshalb, weil das Werk wichtig ist in der Geldtheorie, möchte ich einige geldtheoretische Überlegungen vorstellen, die Mises in seinem Werk Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel erarbeitet hat. Und vielleicht beginnen wir mit einem Blick auf das Buch. Das ist der aktuelle Buchdeckel, der 1924 überarbeiteten, in der zweiten Auflage überarbeiteten Schrift. Und Sie wissen, diese Werke können Sie alle kostenlos im Internet sich herunterladen als PDF. Insbesondere das Ludwig von Mises Institut in Auburn, Alabama, verfügt über eine große Bibliothek und dort finden Sie nicht nur die deutsche Ausgabe von Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel zum kostenlosen Herunterladen, sondern auch die englische Version und erweiterte Version. Lassen Sie uns mit einer ganz grundsätzlichen Frage beginnen. Was ist Geld? Die Frage scheint trivial zu sein. Geld ist so verbreitet in unserem täglichen Leben, dass diese Frage eigentlich vermutlich kaum gestellt wird, aber aus geldtheoretischer Sicht ist sie wichtig. Also was ist Geld? Die Antwort lässt sich kurz und knapp geben. Geld ist das allgemein akzeptierte Tauschmittel. Geld ist das allgemein akzeptierte Tauschmittel. Geld ist ein Gut wie jedes andere Gut auch. Mit der Besonderheit, dass Geld das Gut ist, was sich am einfachsten eintauschen lässt gegen andere Güter. Sie können natürlich Äpfel gegen Birnen tauschen, Schuhe gegen Fahrräder, aber das ist beschwerlich, das wissen Sie, diese Güter sind beispielsweise nicht homogen und es gibt auch andere Hürden, die den Tausch erschweren. Mit Geld lässt sich am einfachsten tauschen. Geld ist das marktfähigste Gut, aber es ist ein Gut, wie jedes andere Gut auch. Geld ist kein Produktionsgut, Geld ist auch kein Konsumgut, Geld ist ein Tauschmittel und damit eine eigene Güterkategorie. Es gibt Produktionsgüter, es gibt Konsumgüter und es gibt das Tauschmittel. Produktionsgüter sind eben die Güter, die eingesetzt werden im Prozess zur Erstellung eines genussfähigen Gutes. Konsumgüter sind die Güter, die unmittelbar für den Verzehr bereitstehen
Und das Tauschmittel ist eben eine eigene Güterkategorie. Und diese Dreiteilung zwischen Produktionsgütern, Konsumgütern und Tauschmitteln stammt vom deutschen Ökonomen Carl Gustav Adolf Knies. Und Mises schließt sich dieser Dreiteilung an. Ich sollte an der Stelle auch hervorheben, Geld ist kein Recht, ist kein Anspruch auf das nominale Volk, auf das Volkseinkommen. Häufig in Diskussionen wird das herangetragen, dass man sagt, ja, Geld ist so ein Anrecht, das ich habe auf die gesamtwirtschaftliche Produktionsleistung. Das ist nicht so. Geld ist ein Tauschmittel. Wenn Sie 500 Euro im Portemonnaie haben, einen Herrenausstatterladen besuchen, dort einen Anzug für 500 Euro ausgezeichnet sehen, haben Sie kein Recht darauf, dass der Händler Ihnen den verkauft. Das hängt von der Vertragsfreiheit ab, ob derjenige bereit ist, den Herrenanzug einzutauschen gegen diese 500 Euro, die Sie anbieten. Geld ist kein Anspruch, kein Recht auf das Güterangebot. So, jetzt wissen wir, was Geld ist. Geld ist das allgemeine Tauschmittel. Gehen wir einen Schritt weiter. Was sind die Funktionen des Geldes? Wozu dient Geld? Ludwig von Mises argumentiert, Geld hat eine Funktion und nur eine Funktion. Die Tauschmittelfunktion. Das mag Sie jetzt überraschen, weil üblicherweise in den Lehrbüchern noch zwei weitere Funktionen des Geldes genannt werden, nämlich die Recheneinheitsfunktion des Geldes und es wird auch die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes genannt. Bei genauem Nachdenken zeigt sich jedoch, dass die Recheneinheitsfunktion und die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes lediglich Unterfunktionen sind der Tauschmittelfunktion. Bei der Wertaufbewahrungsfunktion, denke ich, ist das am klarsten. Die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes bedeutet, dass ich Geld halte, nicht um heute zu tauschen, sondern morgen, in einer Woche, in einem Monat. Das ist die Verschiebung des Tauschaktes auf der Zeitachse. Das ist das, was die Wertaufbewahrungsfunktion bedeutet. Und die Recheneinheitsfunktion ist unmittelbar Ausdruck der Tauschmittelfunktion. In einer Geldwirtschaft werden die Tauschrelationen in Geldeinheiten ausgedrückt. Eine Birne kostet einen Euro. Das ist die Recheneinheitsfunktion, unmittelbarer Ausdruck der Tauschmittelfunktion. Insofern kann man das Argument verstehen, das Mises vorgebracht hat. Geld hat nur eine Funktion, die Tauschmittelfunktion. Die Wertaufbewahrungsfunktion und die Recheneinheitsfunktion sind lediglich Unterfunktionen, keine eigenständigen Funktionen des Geldes. Also Tauschmittelfunktion, die Tauschmittelfunktion ist die einzige Funktion des Geldes. Wenn Geld nur eine Funktion hat, wenn Sie mir darin folgen, wenn wir darin Mises folgen, und dass das die Tauschmittelfunktion des Geldes ist, so folgt daraus, dass eine Vermehrung der Geldmenge keinen sozialen Nutzen schafft. Wenn Geld nur Tauschmittelfunktion ausübt, dann führt eine Vermehrung des Geldes nicht zu einem Anstieg des sozialen Nutzens, zu einem Anstieg des Gemeinwohls. Denn ein Vermehren der Tauschmittelfunktion, das wird auch gleich noch deutlich werden, hat nur eine Konsequenz, nämlich, dass der Tauschwert des Geldes sinkt. Im Vergleich zu einer Situation, in dem die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Eine Ausweitung der Geldmenge schafft also keinen sozialen Nutzen. Professor Hoppe hat das gestern schon deutlich gemacht. Wenn das nämlich so wäre, wenn tatsächlich wir in der glücklichen Situation wären, uns reicher machen zu können, indem wir die Geldmenge ausweiten, dann gäbe es keine Armut, keine niedrigen Einkommen auf der Welt. Nur zeigt sich gerade, dass die Volkswirtschaften, die die Geldmenge so stark ausweiten, häufig die ärmsten sind. Simbabwe beispielsweise. Dort ist es der Regierung unter Robert Mugabe gelungen, durch eine Vermehrung der Geldmenge eine Hyperinflation auf den Weg zu bringen,
durch die der Sim-Dollar, so hieß er damals, zerstört wurde, die Kaufkraft des Geldes zerstört wurde und das Gemeinwesen in Armut gestürzt wurde. Und Ähnliches ist ja auch passiert in der Weimarer Republik in den 20er Jahren, wo die damalige Reichsbank die Geldmenge so stark ausgeweitet hat, dass die Reichsmark in der letzten Konsequenz ihre Geldfunktion verloren hat. Und die Konsequenzen wirtschaftlicher und politischer Art, denke ich, sind weitgehend bekannt. So, also ein Ausweiten der Geldmenge macht eine Volkswirtschaft nicht reicher. Und im Vorgriff auf das, was ich noch sagen werde, sollte ich sagen, einige macht es reicher, wenn die Geldmenge steigt, auf Kosten anderer. Ein Aspekt, den wir gleich noch aufgreifen werden. Wenn also die Geldmenge, wenn Geld nur ein Tauschobjekt ist und die Geldmengenausweitung die Volkswirtschaft nicht reicher macht, dann kann man auch die Konsequenz ziehen, dass die Geldmenge in einer Volkswirtschaft nicht notwendigerweise wachsen muss. Sie wissen heute, die Hauptstromökonomik ist der Auffassung, dass eine wachsende Volkswirtschaft ein wachsendes Geldangebot benötigt. Milton Friedman beispielsweise leitet diesen Geldbedarf ab aus der sogenannten, die kennen Sie, die Transaktionsgleichung, also die Geldmenge soll wachsen in Höhe des Zuwachses des Güterangebots, dann soll die Geldmenge auch wachsen, damit ein leichter Preisanstieg möglich ist und die Geldmenge sollte auch so ausgedehnt werden, dass der Änderung der sogenannten Umlaufgeschwindigkeit Rechnung getragen wird. Das ist also gewissermaßen die Legitimation, warum die Geldmenge steigen soll, damit Wachstum möglich ist. Wie gesagt, wenn Geld nur eine Funktion hat, das ist die Tauschmittelfunktion, dann lässt sich in der letzten Konsequenz daraus schließen, dass eine Volkswirtschaft nicht notwendigerweise eine wachsende Geldmenge braucht. Sondern man kann vielmehr sagen, dass jede gerade verfügbare Geldmenge ausreichend ist. Jede gerade verfügbare Geldmenge ist ausreichend, um die Geldfunktion auszuüben. Jetzt können wir einen Schritt weitergehen. Mises beschäftigt sich intensiv in Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel mit den verschiedenen Erscheinungsformen des Geldes, und zwar nicht aus juristischer Sicht, sondern aus ökonomischer Sicht. Dazu muss man wissen, dass Mises sein Buch verfasste, Anfang des 20. Jahrhunderts, das war noch eine Zeit, wo es so etwas gab wie, man bezeichnet es als klassischen Goldstandard, wo das Grundgeld Gold war, also eine gewisse Verankerung des Geldes doch noch vorhanden war, also in einer Zeit des sogenannten klassischen Goldstandards. Damals wurde nicht nur Gold, also als Goldkurantwährung, verwendet, sondern es gab auch Banknoten. Banknoten. Und eine Banknote, die ausgegeben wurde von einer Bank und die auch in Gold einlösbar war, die nannte Mises Geldsubstitut. Also der übliche Vorgang war, man hatte seine Goldmünze und zur Erleichterung der Geldverwendung brachte man die zu einer Bank und lagerte die dort ein und im Gegenzug bekam man einen Lagerhaltungszettel, so könnte man es bezeichnen, in Form einer Banknote. Und diese Banknote berechtigte den Inhaber jederzeit zu 100% diese Banknote in physisches Gold einzutauschen. So die ideale Interpretation dieses Arrangements. Und die Banknote diente damit als unmittelbares Tauschmittel und war ein Geldsubstitut. Aber nicht nur Banknoten gab es, es gab natürlich auch Giroguthaben und Scheidemünzen. Also Scheidemünzen, da ist der Metallwert geringer als der gesetzlich aufgeprägte Währungsnominalwert. Auch das sind Geldsubstitute. Wenn Sie ein Giroguthaben halten bei einer Bank, das Sie jederzeit zu 100% in physisches Gold eintauschen können, dann ist das ebenfalls ein Geldsubstitut. So, und wenn ein Geldsubstitut zu 100% gedeckt ist durch, in diesem Falle, Gold, dann sprach Mises von einem sogenannten Geldzertifikat, so nannte er das. Das ist also eine Banknote, die zu 100% gedeckt ist oder ein Giroguthaben, das zu 100% einlösbar oder gedeckt ist in das Grundgeld. Das bezeichnet Mises als Geldzertifikat.
Wenn die Banknote oder das Giroguthaben mit weniger als 100% gedeckt ist, so bezeichnet Mises den ungedeckten Betrag als sogenanntes Umlaufsmittel. Also nehmen wir an, eine Bank hat eine Feinunze Gold eingelagert und emittiert Banknoten in Höhe von im Gegenwert von 2 Feinunzen Gold. Das ist wahrscheinlich ein Vorgang, der Ihnen Sorgen bereitet. Dann ist diese Banknote in Höhe der 1 Feinunze, die also über den Deckungsstock, wenn man so will, hinausgeht, ein Umlaufsmittel. Heute würde man wahrscheinlich sagen, es handelt sich hier um ungedecktes Geld. Mises nannte das noch Umlaufmittel. Ich habe jetzt eben kurz schon den Goldstandard angesprochen und das ist vielleicht an dieser Stelle der richtige Zeitpunkt, um Ihnen zu sagen, dass es, wenn man auf die jüngere Währungsgeschichte blickt, so etwas wie einen Goldstandard oder einen reinen Goldstandard oder einen richtigen Goldstandard gar nicht gegeben hat. Nicht? Sowohl der klassische Goldstandard, also zur Zeit von Ludwig von Mises, oder später der sogenannte Golddevisenstandard oder später noch folgend das System von Bretton Woods, das waren allesamt Pseudo-Goldstandards, die eigentlich gar nicht den Ausdruck Goldstandard verdienen. Unter einem reinen Goldstandard ist zum einen eine Goldumlaufswährung zu verstehen. Da läuft also Münzgold um in Form von Courantmünzen. Und das heißt, der Tauschwert dieser Münzen entspricht mehr oder weniger ihrem Metallwert. Zum anderen müssen alle laufenden Banknoten und Sichtguthaben zu 100% mit physischem Gold gedeckt sein. Das sind die Grundelemente eines reinen Goldstandards. Doch Sie wissen, diese sogenannte Volldeckung ist immer wieder aufgehoben worden von Staaten, wenn es eben dem Wohl der Staatskasse und auch der Geschäftslage der Banken dienlich war. Die Staaten erlaubten den Banken sogar per Gesetz, also auch zum Beispiel im Deutschen Reich, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, mit einer sogenannten Teilreserve zu operieren. Also die Möglichkeit wurde den Banken eröffnet, Geld auszugeben, das nicht mehr vollständig durch das Grundgeld gedeckt war. Das nennt man Teilreserve. Das ist sozusagen das Privileg, das gesetzliche Privileg zur latenten Insolvenz. Heute auch noch zu beobachten, im Euroraum etwa, beträgt die sogenannte Mindestreserve 1% aller ausstehenden Sicht-, Termin- und Spareinlagen. Derzeit, wenn ich die Zahlen richtig vor Augen habe, betragen die jederzeit täglich fälligen Sichtguthaben bei allen Banken im Euroraum etwa 4.500 Milliarden Euro. Und die Kassenhaltung der Banken ist etwa bei 200 Milliarden. Ja. So if you panic, panic first. Ja, das ist das, was sich da zeigt. Und das war in der Vergangenheit eben auch so zu beobachten. Die Staaten setzen zudem, wenn es ihnen politisch gelegen kam, auch den Goldgehalt der offiziellen Währung herab. Also als Beispiel hier an der Stelle sei genannt US-Präsident Franklin Delano Roosevelt 1934 erhöhte den Goldpreis von 20,67 US-Dollar pro Feinunze 1934 auf 35 Dollar pro Feinunze. Also auch diese Intervention gab es in dem sogenannten Zeitalter des Goldstandards. Um Ihnen noch eine historische Zahl zu nennen. In den Vereinigten Staaten im ausgehenden 19. Jahrhundert betrug die Reservehaltung aller national tätigen Banken nur 25% aller ausgegebenen Banknoten und Sichtguthaben. Also die Teilreserve, also in der Zeit des Goldstandards beobachtbar. Und es ist die staatlich erlaubte Ausgabe von Geld durch Bankkreditvergabe, das Legalisieren des Teilreservesystems, die, wie die Ökonomen der österreichischen Schule der Nationalökonomie gezeigt haben, immer wieder zu wirtschaftlichen Störungen und einer nicht marktkonformen Umverteilung von Einkommen und Vermögen führt. In Fachkreisen ist allerdings der Goldstandard und nicht diese staatlichen Interventionen weitgehend diskreditiert.
Dem Goldstandard werden fälschlicherweise Fehlentwicklungen zugeschrieben, wie zum Beispiel die große Depression in den 20er Jahren. Und das wird als Argument genommen, warum ein Goldstandard geradezu gefährlich sei für die Volkswirtschaften. Und Sie sehen, es handelt sich hier um eine Fehldeutung geschichtlicher Ereignisse. Es ist eine Fehldeutung geschichtlicher Ereignisse, die sozusagen instrumentalisiert werden, um so ein Währungsarrangement wie den Goldstandard zu diskreditieren. Natürlich ist der Goldstandard heute auch politisch unerwünscht. Politiker und die von ihnen begünstigten Interessengruppen wollen natürlich den Geldwert beliebig manipulieren, um Umverteilungspolitiken durchführen zu können. Das kann man in der Weise natürlich mit einem reinen Goldstandard nicht. So. Gehen wir wieder einen Schritt weiter. Wie wird Geld produziert? Eine ganz wichtige Frage. Wie wird Geld produziert? Nun, in einem Sachgeldsystem, beispielsweise in einem Goldgeldsystem, steigt die Goldmenge und damit die Geldmenge, wenn Gold aus der Erde gefördert wird. Wenn also Unternehmer investieren, Gruben eröffnen und Gold an die Erdoberfläche bringen. Das ist kapitalintensiv und das wird ein Unternehmer nur dann tun, wenn die Goldproduktion mindestens so rentierlich ist wie alternative Investitionen in beispielsweise Infrastruktur oder andere Investitionsprojekte. Oder die Geldmenge in einem Goldsystem steigt, wenn bisher zu Schmuckzwecken verwendetes Gold eingeschmolzen, geprägt und wieder zu Zahlungszwecken verwendet wird. Das ist auch eine Möglichkeit, denn es gibt ja auch immer bei einem Sachgeld- oder Warengeldsystem eine nicht monetäre Verwendung. Und die Übergänge zwischen der monetären Sphäre und der nicht monetären Sphäre, die können sich eben verschieben. Wenn zum Beispiel die Goldhalter ihr Gold einlagern bei einer Bank oder einer Lagerstätte, so erhält er zum Beispiel eine Banknote. Ich habe das eben schon versucht zu verdeutlichen, die jederzeit in Gold einlösbar sein sollte. Und in dem Falle, wo wir eine 100% Deckung haben, sprechen wir hier von einem Geldzertifikat. Durch diesen Vorgang erhöht sich die Geldmenge in der Volkswirtschaft nicht. Das physische Gold wird gewissermaßen aus dem Tagesgeschäft in den Tresor verlagert und im Gegenzug erhält man eine etwas angenehmere Erscheinungsform des Geldes, nämlich die Banknote beispielsweise, mit der man dann zahlen kann. Dieser Vorgang verändert die ausstehende Geldmenge nicht. Ganz anders stehen die Dinge, wir sprechen ja über die Geldproduktion, bei den sogenannten Umlaufsmitteln, dem ungedeckten Geld. Umlaufsmittel werden durch Bankkredite in Umlauf gebracht. Immer dann, wenn eine Bank einen Kredit vergibt an einen Konsumenten oder ein Unternehmen oder eine staatliche Stelle, emittiert eine Bank in unserem heutigen Papiergeldsystem neues Geld. Ohne dass es eine Ersparnis geben muss, also ein Konsumverzicht, wird ein Kredit ermöglicht, durch den die ausstehende Geldmenge erhöht wird. Man sollte sich gar nicht davor zu scheuen, dass ökonomisch betrachtet, das wird auch gleich noch deutlich werden, diese Form der Geldproduktion ökonomisch der Geldfälscherei ähnelt. Und Mises spricht von der Geldproduktion durch Bankkredite. Mises bezeichnet die Geldproduktion durch Bankkredite als Zirkulationskreditvergabe. Das ist ein Begriff, den er verwendet. Durch Zirkulationskredit wird neues Geld, nämlich Umlaufsmittel, in Umlauf gebracht. Bei einem sogenannten Sachkredit, so nennt er das, beim Sachkredit wird vorhandenes Geld vom Sparer zum Investor übertragen. Der eine verzichtet auf Konsum, die Kaufkraft wird auf den Kreditnehmer übertragen. Also durch Zirkulationskredit wird die Geldmenge durch Bankkredite ausgeweitet. So, vor dem Hintergrund des Gesagten, wie lässt sich zum Beispiel unser heutiges Geld charakterisieren? Das heutige Geld, ob nun US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi, Schweizer Franken oder britisches Pfund, lassen sich je nachdem, welchen Aspekt man in den Vordergrund stellt, in verschiedener Weise charakterisieren.
Man kann sagen, dieses Geld, Euro, Dollar und andere Währungen, sind Kreditgeld, weil Banken es produzieren durch Kreditvergabe. Also mit Blick auf die Produktionsweise muss man sagen, das ist Kreditgeld, wird durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht. Man kann das heutige Geld auch als Fiat-Geld bezeichnen, abgeleitet vom Lateinischen es wär, Fiat, es werde. Fiat-Geld ist also damit Zwangsgeld, das vom Staat durch Willkür Zahlkraftgesetze zum Geld erklärt wird. Fiat-Geld. Und man könnte auch mit Blick auf die physischen Eigenschaften unseres Geldes sagen, dieses Geld ist entmaterialisiert, es ist in nichts einlösbar, es besteht in Form von kleinen, mit Tinte bedruckten Papierzetteln und in Form von Bits and Bytes, die auf Computerfestplatten gespeichert sind. Und vielleicht eine passende Bezeichnung für unser Geld könnte demnach lauten, es ist ungedecktes Kredit-Fiat-Geld. Ungedecktes Kredit-Fiat-Geld. Warum wird Geld nachgefragt? Warum wird Geld nachgefragt? Diese Frage beschäftigte Mises, denn er wollte erklären, was den Wert des Geldes bestimmt. Und dazu musste er in einem ersten Schritt erst überlegen, warum wird Geld nachgefragt? Mises Antwort: Geld wird nachgefragt von Menschen, von handelnden Menschen, weil sie unter Unsicherheit handeln. Wir wissen nicht, was morgen kommt, und das ist keine Intuition, sondern das ergibt sich als logische Deduktion, Ableitung von der Einsicht, der Mensch handelt. Das haben Sie gestern unter dem Titel Praxeologie gehört, der Mensch handelt, und eine Kategorie, eine logische Kategorie des menschlichen Handelns ist, dass der Mensch unter Unsicherheit handelt. Wenn wir alles wüssten, was künftig passiert, dann könnten wir gar nicht handeln, dann könnten wir gar nicht mehr disponieren, weil unser Handel nicht in der Lage wäre, den Gang der Dinge zu beeinflussen. Es ist also gar nicht denkmöglich, aus logischer Sicht, dass es so etwas gibt wie perfekte Sicherheit. Der Mensch handelt unter Unsicherheit. Und an der Stelle will ich auch betonen, Unsicherheit ist etwas anderes als Risiko. Sie wissen, Finanzinstitute beschäftigen sich sehr intensiv mit Risikomaßen. Und bei Risiko ist es so, dass sie den künftigen Ergebnisraum kennen und auch Wahrscheinlichkeiten zuordnen können. Also wenn Sie würfeln beispielsweise, dann kennen Sie den Raum der künftigen Ergebnisse, und das ist nämlich entweder 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, wenn der Würfel einwandfrei ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser Zahlen kommt, ist ein Sechstel. Und Unsicherheit bedeutet, dass Sie den künftigen Ergebnisraum gar nicht kennen. Wir kennen nicht die künftigen Produkte, die künftigen Präferenzen, die Sie und andere Menschen haben und wie Sie handeln. Das ist Unsicherheit, das ist etwas anderes als Risiko. Also der Mensch handelt unter Unsicherheit. Und um mit diesen Unwägbarkeiten, die damit verbunden sind, zurechtzukommen, strebt der Mensch danach, tauschfähig zu sein. Dass man reagieren kann, wenn sich Präferenzen ändern, wenn man neue Ausgaben zu bewältigen hat, will man tauschfähig sein für diese Unwägbarkeiten. Und das Mittel, das am tauschfähigsten ist, ist Geld. Und deswegen neigen Menschen dazu, Geld zu halten, so Mises. Und Geld wird natürlich gehalten, ich sage es jetzt mal, wir wollen tauschfähig sein, weil man davon ausgeht, dass das Geld Kaufkraft hat. Das ist der Nutzen, der dem Gelde innewohnt. Dass wir im Tausch für Geld andere Güter bekommen, das ist letztlich das, was den Wert des Geldes bestimmt. Oder Mises sprach in dem Zusammenhang von subjektivem Gebrauchswert. Der subjektive Gebrauchswert wird bestimmt durch die Kaufkraft des Geldes. Die Kaufkraft des Geldes, sollte ich vielleicht an der Stelle nochmal betonen, ist die Menge der Güter, die man für die Hingabe einer Geldeinheit bekommt. Also die Kaufkraft, nehmen wir an, der Apfel kostet 0,5 Euro, dann bekomme ich also für 1 Euro 2 Äpfel. Das ist die Kaufkraft des Euro. Der Euro bei einem Preis von 0,5 Euro pro Apfel hat eine Kaufkraft von 2 Stück. Steigt der Preis auf 1 Euro, sinkt meine Kaufkraft auf 1 Apfel pro Euro. So, wie erklärt sich nun die Kaufkraft des Geldes? Die Antwort lautet, wie bei jedem anderen Gut auch, durch Angebot und Nachfrage im Markt. Sie kennen das,
in einer Geldwirtschaft ist derjenige, der einen Apfel kaufen möchte, ein Geldanbieter. Ich gehe als hungriger Obstliebhaber in einen Obst- und Gemüseladen und frage einen Euro nach und biete einen Apfel nach und biete dafür einen Euro an. Und beim Obstverkäufer ist es genau umgekehrt. Der ist Apfelanbieter und damit Geldnachfrager. Angebot und Nachfrage finden zusammen und bilden den markträumenden Preis. Und unter dem genau gleichen Prozess findet auch die Kaufkraftbildung des Geldes statt. So, jetzt mache ich Sie auf etwas aufmerksam, das werden Sie wahrscheinlich schon entdeckt haben. Wenn man Geld hält, weil es Kaufkraft hat, und Sie halten nur Geld, weil es Kaufkraft hat, muss man ja erklären, wie kommt denn das Geld zu seiner Kaufkraft? Es muss also schon eine Nachfrage nach Geld da sein, damit die Kaufkraft bestimmt werden kann, die dann wiederum dem Menschen ermöglicht, Kaufkraft des Geldes zuzuschreiben. Und diese Überlegung läuft, wie ich sie jetzt vorgestellt habe, auf einen Zirkelschluss hinaus, nämlich das Geld wird nachgefragt und das wird damit begründet, dass Geld bereits Kaufkraft hat. Die Kaufkraft des Geldes ist demnach Voraussetzung dafür, dass Geld nachgefragt wird. Und dieser sogenannte Zirkelschluss wurde damals von einem deutschen Ökonomen Karl Helfferich angeprangert, 1903, und führte tatsächlich zur Erklärungsnot. Man hatte Probleme, diesen sogenannten Zirkelschluss zu erklären. Und Mises löste diesen scheinbaren Zirkelschluss dann auf, und zwar mit dem sogenannten Regressionstheorem, das ich ganz kurz vorstellen möchte. Mises erkannte nämlich, und das ist die Erklärung, dass die Kaufkraft des Geldes eine Zeitdimension hat. Und das erklärt sich wie folgt. Dass Menschen heute Geld halten, speist sich aus der Erfahrung, dass Geld gestern oder in einem kurzen Vergangenheitszeitraum bereits Kaufkraft hatte. Und die Bereitschaft der Menschen gestern Geld zu halten, speist sich aus Erfahrung vom Vortag, wo nämlich das Geld Kaufkraft hatte und so weiter. Mit anderen Worten, die Geldnachfrage in der Gegenwart speist sich aus einer bereits vorhandenen Kaufkraft, die aus der Vergangenheit stammt. Wenn man aber diesen Gedankengang nun immer weiter in die Vergangenheit zurückdenkt, und das ist regressives Denken, dann endet das rückwärtsschreitende Denken genau an dem Zeitpunkt, an dem ein Gut zum ersten Mal nicht aufgrund seiner monetären Verwendung getauscht wurde, sondern erstmalig aufgrund seiner monetären Verwendung. Es ist genau zu diesem Zeitpunkt, zu dem ein Sachgut, das bisher also nur nicht monetär verwendet wurde, erstmalig gewissermaßen für den Tauschakt verwendet wurde. Das ist der Ursprung der Kaufkraft des Geldes. Und mit dieser Erklärung lieferte Mises gewissermaßen den logischen Unterbau zur Theorie der Geldentstehung, die Karl Menger 1871 schon formulierte. Sie werden sich erinnern, gestern kam das schon zur Sprache. Karl Menger sagte, Geld sei spontan im freien Markt entstanden, einfach aus den Eigeninteressen der Handelnden heraus. Menschen haben eine gewisse Grundvernunft, die sie erkennen lässt, dass Arbeitsteilung und Spezialisierung die Produktion ergiebiger machen. Und aus Arbeitsteilung und Spezialisierung entsteht die Notwendigkeit zu handeln. Handel zu treiben, das kann man in einer Grundstufe als Naturaltausch bewältigen, aber die Tauschmöglichkeiten verbessern sich durch das Verwenden eines indirekten Tauschmittels. Und Mises zeigte mit seinem Regressionstheorem, dass Mengers Theorie eben praxeologisch, wie Mises später sagen würde, gestützt wird. Geld muss aus dem spontanen Marktprozess entstanden sein, und zwar aus einem Sachgut. Und damit ist natürlich auch verbunden die Erkenntnis, dass man Geld nicht von oben, also durch staatliches Dekret, wenn man so will, verordnen kann. Und Mises sprach sich eben auch dagegen aus, dass der Staat gewissermaßen derjenige sei, der das Geld uns gebracht hätte. Zitat in Mises Worten. Die Auffassung des Geldes als ein Geschöpf der Rechtsordnung und des Staates ist somit unhaltbar. Keine Erscheinung des Marktes rechtfertigt sie.
Also nochmal die Betonung, über das Regressionstheorem kann erklärt werden, dass das Geld tatsächlich eine spontane Innovation ist, wenn man so will, aus dem freien Markt. Und dieses Regressionstheorem erklärt natürlich damit auch, dass ungedecktes Papiergeld niemals hätte natürlich entstehen können, weil es kein Sachgut ist, weil es keine ursprüngliche nicht monetäre Verwendung hat, sondern dass ungedecktes Papiergeld vielmehr immer durch Zwangs- und Gewaltmaßnahmen von staatlicher Seite in Umlauf gebracht worden ist, indem irgendwann einmal die Eintauschverpflichtung der Banken vom Staat gewissermaßen suspendiert wurde. Und dazu vielleicht an dieser Stelle der Hinweis auf das Buch What Has Government Done to Our Money, das Murray Rothbard 1963 veröffentlichte. Und in dieser Schrift wird gewissermaßen praxeologisch nach vorne schauend, wenn man so will, erklärt, wie es kommt, dass der Staat früher oder später die Hoheit über die Geldmenge sich holt und es dann zu dieser Umstellung von Sach- auf ungedecktes Papiergeld kommt. Vielleicht führen wir uns das kurz noch einmal vor Augen. Also der Staat findet ja zunächst einmal Sachgeld vor, denn das ist das, was der freie Markt hervorbringt. Weil er aber ein vitales Interesse hat, die Geldproduktion zu beherrschen, monopolisiert er oder der Souverän in einem ersten Schritt die Münzprägestelle. Also er ist derjenige, der Münzen darf und durch die Münze dann ein kleines Seniorage verdienen kann und dadurch natürlich seine Extravaganza als Souverän finanzieren kann. So, dann sorgt der Souverän dann dafür, dass das bisherige Sachgeld mit auch seinem Namen versehen wird, und zwar um eine Situation zu schaffen, wo der Name des Geldes nicht mehr an die physischen Eigenschaften des Sachgeldes erinnert. Also zum Beispiel, indem der Goldtaler in Reichsmark umbenannt wird. Weil dann der Staat, der Souverän, ein großes Interesse hat, die Geldproduktion vollends zu beherrschen und die Banken, denen Staat dabei bereitwillig unterstützen, verbünden sich Staat und Banken. Der Staat erlaubt den Banken, neues Geld durch Kreditvergabe zu produzieren. Das ist natürlich auch gewinnträchtig, gerade für Staaten, Regierungen, die sich verschulden wollen. Und Sie wissen, die Verschuldung ist eine ganz besonders attraktive Form, oder bisher war es, für das Gemeinwesen auf Kosten der Zukunft zu leben. Und zudem erlaubt der Staat den Banken bei Bedarf die Einlöseverpflichtung der Banknoten, die sie ausgegeben haben, auszusetzen. Das erhöht zwar die Fähigkeit der Banken, die Geldmenge per Kreditvergabe auszuweiten, doch solange Sachgeld verwendet wird, geraten Banken immer wieder in eine Klemme. Weil früher oder später, wenn die Menschen merken, dass die ausgegebenen Banknoten immer mehr werden, werden sie früher oder später zu den Bankschalterhallen gehen und einfordern, die Herausgabe des unterliegenden Grundgeldes gegen Hingabe der Banknoten. Das ist dann der sogenannte Bankrun, und bei einem Bankrun droht natürlich dann die Zahlungsunfähigkeit der Banken in einem Sachgeldsystem, weil man das unterliegende Grundgeld ja nicht beliebig vermehren kann. Man wird daher eine Zentralbank aus der Taufe heben. Damit die Zentralbank die volle Kontrolle über die Geldproduktion erhält, wird das Sach durch das ungedeckte Papiergeld ersetzt. Die Banken übergeben das Sachgeld, das die Kunden bei ihnen im Tresor hinterlegt haben, an die Zentralbank, und die Zentralbank gibt ihnen dafür im Gegenzug entweder Buchgeld oder ungedecktes Papiergeld. Und gleichzeitig wird die Einlösbarkeit der ausstehenden Banknoten und Giroguthaben in das Sachgeld gesetzlich aufgehoben. Und das ist ja etwas, was passiert ist in den 30er Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika, und Ähnliches lässt sich auch anderswo beobachten. All das vollzieht sich über lange Zeiträume. Rothbard erkannte, dass eben diese Entwicklung, das Ersetzen des Sachgeldes durch ungedecktes Papiergeld, unausweichlich ist, wenn der Staat, wenn wir ihn verstehen als territorialen Monopolisten mit dem ultimativen Rechtsprechungsmonopol, erst einmal existiert und seiner eigenen Handlungslogik folgt. Also eine Schrift, die ich Ihnen sehr ans Herz lege, weil sie eben gewissermaßen diese praxeologische Grundlage nimmt, um diese Ableitung herzustellen. Ein Ausweiten der Geldmenge führt, und das stellt auch Mises in der Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel heraus, notwendigerweise zu einer Umverteilungswirkung. Ein Ausweiten der Geldmenge ist niemals neutral, und das gilt sowohl in einem Sachgeld wie auch in einem Papiergeldsystem. Und diejenigen, die die neu geschaffene Geldmenge als erste erhalten, sind die Begünstigten.
Und diejenigen, die die Geldmenge, die neue, die zusätzliche Geldmenge erst später erhalten, zu einem späteren Zeitpunkt erhalten oder gar nichts von ihr abbekommen, das soll es ja auch geben, das sind diejenigen, die geschädigt sind. Denn die Erstempfänger des neuen Geldes können ja das neu erhaltene Geld eintauschen gegen Güter, deren Preise noch unverändert sind. Und erst im Zeitablauf, wenn das Geld von einer Hand zur anderen wandert, kommt der Preiseffekt, tritt der Preiseffekt zustande, sodass der Letztempfänger des neuen Geldes nur noch das neu erhaltene Geld zu erhöhten Güterpreisen eintauschen kann. Das ist also der Umverteilungseffekt und der wird auch als Cantillon-Effekt bezeichnet. Eine Geldmengenausweitung ist niemals neutral. Und deshalb sind Sie wahrscheinlich auch verwundert, dass im Zuge all dieser Rettungspolitiken und QE nicht alle mehr Geld bekommen, sondern nur einige. Das ist genau der Effekt. Denn wenn alle gleichzeitig mehr Geld bekommen würden, dann würde dieser Umverteilungseffekt eben gerade nicht stattfinden. Und daran sehen Sie schon, dass es natürlich dann auch in einem Gemeinwesen Interessen gibt, ein besonderes Interesse daran haben, dass die Geldmenge steigt, wenn sie diejenigen sind, die die zusätzlich geschaffene Geldmenge als erste in die Hände bekommen. Das ist der sogenannte Cantillon-Effekt. So, die Wertbestimmung des Geldes lag Mises am Herzen und ich will nun aufzeigen, dass sich der Wert des Geldes durch seinen Grenznutzen bestimmt. Zur Erinnerung, das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens ist ja gestern schon zur Sprache gekommen. Es besagt, dass der Nutzen, den eine Gütereinheit stiftet, mit steigendem Gütervorrat abnimmt. Die erste Gütereinheit, die ich verwenden kann, verwende ich, um das dringendste Bedürfnis zu stillen. Die zweite Gütereinheit, um das nächstdringliche Bedürfnis zu erfüllen. Das ist das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Und Geld ist ein Gut wie jedes andere Gut auch und fällt unter das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Steigt die Geldmenge, über die ein Handelnder verfügt, so nimmt der Grenznutzen des Geldes notwendigerweise ab. Und nun wissen wir, dass Geld nur eine Funktion hat, nämlich die Tauschmittelfunktion. Steigt die Geldmenge, nimmt der Grenznutzen des Geldes notwendigerweise ab und das muss den Handelnden veranlassen, Geld gegen andere Güter einzutauschen. Sinkt der Grenznutzen des Geldes, für den eine Ausweitung der Geldmenge sorgt, muss sich das in einer vermehrten Güternachfrage niederschlagen. Im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Eine steigende Güternachfrage, eben verursacht durch die erhöhte Geldmenge, lässt die Güterpreise notwendigerweise höher ausfallen im Vergleich zu einer Situation, wo die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Und das ist in kurzen, knappen Worten die Integration der Wertbestimmung des Geldes in die Grenznutzentheorie. Sie merken, das leitet über zu einer unmittelbar praktischen Frage, was hat die österreichische Lehre zur Inflation zu sagen? Und Sie wissen, heutzutage wird Inflation verstanden als ein fortschreitendes Ansteigen der Konsumentenpreise. So ist die gängige Definition. Und daran kann man ganz viel kritisieren, beispielsweise dass natürlich die Konsumentenpreise nur einen Teilbereich der Preise in einer Volkswirtschaft abbilden, nämlich auf der Endverbraucherstufe die Güterpreise abbildet, aber die Preise in den Vermögensmärkten, Aktien, Häuser, Immobilien, unberücksichtigt lässt. Und in den letzten Jahren hat man ja sehr schön gesehen, dass die Konsumentenpreise relativ tief blieben, relativ tief, aber die Vermögenspreise stark anstiegen. Und das ist natürlich eine Inflation, wie jede andere Inflation auch. Sie bekommen dann eben weniger Aktie oder Haus für ihr Geld. Das ist eine genau solche Entwertung des Geldes wie diese sogenannte klassische Konsumentenpreisinflation. Ein weitaus wichtiger Kritikpunkt an der Stelle ist jedoch der folgende. Ein Ausweiten der Geldmenge führt immer zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Das hatte ich bereits gesagt. Unabhängig, ob man Sachgeld oder Papiergeld hat. Im Sachgeld ist in der Regel die Geldmengenausweitung nicht so plötzlich und so stark und dauerhaft wie im Papiergeldsystem oder im ungedeckten Papiergeldsystem. Deshalb hat man das ja auch etabliert. Steigende Preise sind jedoch lediglich ein mögliches Symptom einer steigenden Geldmenge. Es ist nur ein mögliches Symptom. Die sichtbare Wirkung der Geldmengenausweitung ist das Ansteigen der Preise. Nehmen Sie sich folgendes
Bild, die Volkswirtschaft ist ausgelastet. Alle arbeiten kräftig, die Kapazitäten sind am Limit. Jetzt wird die Geldmenge aus irgendwelchen Gründen erhöht. Die zusätzliche Geldmenge treibt die Güternachfrage und weil Knappheit herrscht, drückt tatsächlich dann die Nachfrage die Preise in die Höhe. In diesem Falle können Sie beobachten, Geldmenge steigt und Preise steigen. Das wird sozusagen der einsichtige Fall. Das ist die sichtbare Wirkung der Geldmengenausweitung. Es gibt aber auch eine unsichtbare Wirkung der Geldmengenausweitung. Und das will ich wie folgt erklären. Nehmen Sie an, das internationale Güterangebot steigt stark an. Beispielsweise China überschwemmt die Weltmärkte mit Turnschuhen zum halben Preis. Das würde dazu führen, dass die Preise im internationalen Turnschuhmarkt, also auch hier im Euroraum, absinken. Nun sorgt allerdings die Zentralbank für ein Ausweiten der Geldmenge, sodass die Preise am Absinken gehindert werden. Ja, die Ausweitung der Geldmenge sorgt dafür, dass die Preise nicht sinken, sondern da gehalten werden, wo sie jetzt sind, in meinem einfachen Beispiel. Was passiert hier? Hier passiert Folgendes. Hier kommt es zu einer Umverteilung. Den Käufern wird verwehrt, zu billigeren Preisen kaufen zu können. Sie hätten ja billiger kaufen können, wenn die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Und die Verkäufer, denen wird das Privileg gegeben, ihre Lagerbestände weiterhin zu Preisen zu verkaufen, die höher ausfallen, als sie ausgefallen wären, wenn die Preise gesunken wären. Das ist sozusagen eine nicht sichtbare Wirkung der Geldmengenausweitung. Aber sie führt zu einer Umverteilungswirkung. Und vor diesem Hintergrund kann man schließen, dass der Blick auf die Preisentwicklung ist eben verkürzt. Sie zeigt Ihnen nur einen Einzelfall, einen Teilbereich der Wirkung, die eine Geldmengenausweitung hat. Wenn Sie sozusagen einen Überblick sich verschaffen wollen über die monetären Umverteilungswirkungen, dann schaut man besser auf die Geldmengenexpansion und nicht auf die Preise. Also Mises übt, das sollte ich ebenfalls an dieser Stelle vielleicht einbringen, auch eine Kritik an der klassischen Quantitätstheorie. Sie wissen, diese Quantitätstheorie besagt, dass die Geldmenge multipliziert mit der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes, also der Häufigkeit, mit der Geld ausgegeben wird, dem nominalen Güterangebot entspricht. Und daraus leiten die Quantitätstheoretiker ab, wenn man die Geldmenge verdoppelt, kommt es zu einer Verdopplung der Preise. Mises sagte allerdings, man kann nicht darauf schließen, dass eine Ausweitung, eine Verdopplung der Geldmenge auch zu einer Verdopplung der Preise führt. Das hängt davon ab. Eine Ausweitung der Geldmenge trifft unterschiedliche Marktakteure unterschiedlich, verändert ihre Präferenzstruktur und ihre Nachfragestruktur. Und man kann nicht sagen, dass ein Ansteigen der Geldmenge 1:1 sich in einem erhöhten Preisniveau niederschlägt. Es kommt drauf an. Also Mises gründet das eben auch auf dem individuellen Handlungskalkül. In der Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel formuliert Mises auch die monetäre Konjunkturtheorie, die dann später zu einem Herzstück der österreichischen Lehre werden soll. Aber diese Konjunkturtheorie ist Gegenstand einer Vorlesung heute Nachmittag und deshalb will ich an dieser Stelle nicht weiter auf sie eingehen. Vielleicht an dieser Stelle ein gewissermaßen Schwenk aus Mises Werk in Richtung aktuellem Rand. In der Ausgabe von 1924 am Schluss der Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel formuliert Mises eine Sorge. Also man liest aus diesen Zeilen eine sorgenvolle Überlegung heraus. Und zwar die Sorge vor einer, wie er es nennt, Weltumlaufsmittelbank. Einer Weltumlaufsmittelbank, heute würden wir sagen eine Weltzentralbank, beziehungsweise vor einem Weltkartell der Umlaufsbanken, wie er es bezeichnet, ein Weltkartell der Umlaufsbanken, die dann die Geldmenge, die ungedeckte Geldmenge, schrankenlos ausweiten und für eine große Inflation sorgen könnten. Das war also 1924, als er dieses Buch veröffentlicht und diese Sorge gewissermaßen formulierte.
Und aus heutiger Sicht ist das eine, wie ich meine, bemerkenswerte, sehr weitsichtige Sorge. Denn die großen Zentralbanken dieser Welt haben sich mittlerweile auf den Weg der Kartellierung begeben. Der kleine Ausreißer ist momentan die Schweiz. Aber die großen Zentralbanken der Welt haben sich doch sehr im Gleichschritt bewegt in den letzten Jahren. Sie haben ihre Geldpolitiken mehr oder weniger vereinheitlicht, die Zinsen auf Null gesenkt und die Basisgeldmengen werden ausgeweitet, das nennt man heute QE. Und dadurch haben sie natürlich, weil sie die gleiche Geldpolitik verfolgen, auch den Wettbewerb der Währungen, der zwischen den Währungsräumen besteht, stark herabgemildert. Und was der Öffentlichkeit vielleicht so gar nicht bewusst ist, ist, dass die Zentralbanken übergegangen sind, sich untereinander Kreditlinien einzuräumen. Sie müssen wissen, dass Banken im Euroraum natürlich nicht nur Kredite und Wertpapiergeschäfte in Euro abwickeln, sondern auch international Kredite vergeben und dafür auf Fremdwährungsrefinanzierung angewiesen sind, insbesondere auf den US-Dollar. Und im Zuge der ersten Welle der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise war das Misstrauen in die Eurobanken so groß, dass viele Eurobanken nicht in der Lage waren, ihre fälligen Fremdwährungsverbindlichkeiten mit neuen Krediten zu refinanzieren. Die Kreditnehmer waren entweder nicht willens, Banken im Euroraum Dollar zu leihen, oder wenn, dann nur zu so hohen Zinsen, dass die Geschäfte der Banken eben nicht weiter hätten fortgeführt werden können. Und die Europäische Zentralbank kann, Gottlob, nur Euro beliebig vermehren, aber eben nicht, noch nicht Dollar. Und in dem Krisenumfeld, nennen wir es mal so, verkündete die amerikanische Zentralbank, dass sie de facto allen anderen großen Zentralbanken unlimitiert US-Dollar bereitstellen würde, die anderen Zentralbanken dann weiterverleihen können an ihre heimischen Banken. Also, die US-Zentralbank ist willens, europäischen Zentralbank unlimitiert Dollar-Kredite zu vergeben und ist auch bereit, der Bank of Japan unlimitiert Dollar-Kredite zu vergeben. Und mittlerweile hat sich das popularisiert, sodass auch die Europäische Zentralbank bereit ist, allen anderen Zentralbanken auf der Welt Euro-Kredite bereitzustellen, damit diese kreditaufnehmenden Zentralbanken wieder Euro an ihre heimischen Banken vergeben können, sollte das denn erforderlich sein. Und um Ihnen das mal zu zeigen, welche Wirkung das auch hatte auf die internationalen Finanzmärkte, werfen wir vielleicht einen Blick auf dieses Bild. Es zeigt von 2007 bis heute, ich erkläre das sofort, den sogenannten Euro-Cross-Currency-Basis-Swap. Das ist wie eine Fieberkurve. Und eine Bank, ich muss es erklären, eine Bank hat folgende Möglichkeiten. Entweder emittiert eine Bank, eine Eurobank, eine Schuldverschreibung in US-Dollar. Wenn sie Dollar braucht, kann sie also eine in Dollar denominierte Anleihe am Markt verkaufen. Oder alternativ, wenn das nicht geht oder wenn andere Erwägungen eine Rolle spielen, kann sie auch eine Euro-Anleihe emittieren. Und wenn die gezeichnet wird von Investoren, die Euro in die US-Dollar-Währung drehen, dann nimmt man Swappen und eine Transaktion gleichzeitig abschließen, um bei Fälligkeit der Anleihe diese Dollar wieder in Euro zurückzudrehen. Und wenn der Finanzmarkt gut funktioniert, dann sind beide Finanzierungsformen gleich teuer, mehr oder weniger gleich teuer. Und im Zuge der internationalen Finanzmarktkrise sehen Sie, dass diese Fieberkurve so nach unten geht. Und das lag daran, dass die Eurobanken keine Dollarkredite mehr bekamen, beziehungsweise die Kosten über die Swap-Märkte so hoch liefen, dass es da also diesen starken Ausschlag nach unten gab. Und das war gegen Ende 2008. Sie sehen, da ist diese Fieberkurve so ganz nach unten gefallen. Das ist also ein hoher Stressfaktor gewesen.
verkündete die US-Zentralbank, dass sie von nun an den Euro-Banken über die Europäische Zentralbank mit Dollar versorgen würde. Und daraufhin ging sozusagen die Krisenkurve zurück, alles beruhigte sich. Und dann brach das nochmal aus gegen Ende 2011, ich glaube, es war Griechenland oder irgendwas, man weiß es ja auch gar nicht mehr so genau, was da alles immer wieder pleite geht. Und dann gab es eben diese Verkündung, alle anderen Zentralbanken eben mitzumachen bei diesen sogenannten, das ist der Fachterminus, Liquiditäts-Swap-Abkommen. Und Sie sehen, das beruhigte dann auch die Märkte und am äußeren Ende jetzt zeigt sich wieder eine leichte Anspannung. Sie wissen, die Diskussion um den Verbleib von Griechenland, die Abkopplung der Schweiz und damit das Misstrauensvotum gegenüber dem Euro, das hat die Finanzmärkte auch verunsichert. Und sieht man also, da kommt schon gewissermaßen wieder ein gewisser Stress in die Finanzmärkte. Aber ich will Ihnen an der Stelle, und das ist auch der Grund, warum ich Ihnen das vorstellen wollte, zeigen, dass natürlich das Kreditausfallrisiko durch die Zentralbanken im wahrsten Sinne des Wortes weggedruckt werden kann. Wenn die Zentralbanken und auch Regierungen der Auffassung sind, dass man keinesfalls Staaten und Banken zahlungsunfähig werden lassen darf, dann kann man die elektronische Notenpresse anwerfen. Dann kann man jede Zahlungsverbindlichkeit mit neuem Geld finanzieren. Und wenn international natürlich die Geldpolitiken sich vereinheitlicht haben, dann gibt es gewissermaßen für den Sparer und Investor auch keinen Exit, keinen Ausweg, weil hier und da trifft sie die gleiche Geldpolitik. Und Sie wissen, die Probleme im internationalen Geld- und Kreditsystem sind Probleme des ungedeckten Papiergeldes. Und ich glaube, was Mises also formulierte, diese Sorge vor einer Weltumlaufsmittelbank oder einem Weltkartell der Umlaufsbanken war weitsichtig. Diese Problematik, die Mises 1924 formulierte, ist akut geworden. So, was ist zu lernen? Man kann sagen, Mises hat bereits 1912 in der Erstauflage von Theorie des Geldes und Umlaufsmittel erkannt, dass das ungedeckte Kredit-Fiat-Geldsystem ökonomische und ethische Defizite hat und dass das Ausgeben von ungedecktem Geld per Kredit aus dem Nichts für Wirtschaftsstörung sorgen muss. Das ist auch die Grunderkenntnis, die abgebildet wird in der monetären Konjunkturtheorie der Österreicher. Im Grunde formuliert Mises bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts eine weitsichtige Kritik an einem Geldsystem, das erst Jahrzehnte später volle Gestalt annehmen sollte, nämlich das staatliche Geldproduktionsmonopol, in dem Geld per Kreditvergabe, der keinerlei Ersparnisse zugrunde liegen, geschaffen wird. Dieses Geld, so erkannte Mises, ist inflationär, also es begünstigt einige wenige auf Kosten vieler, es sorgt für Spekulationswellen, Fehlinvestitionen und für diese berüchtigten Boom-and-Bust-Zyklen und letztlich führt es in eine schwere Wirtschaftskrise. Mises hatte zudem die aktuelle Wirtschaftspolitik seiner Zeit fest im Blick. Er sah frühzeitig die Probleme, als die amerikanische Regierung in den 50er Jahren immer mehr Dollar per Kreditvergabe in Umlauf brachte, die eben nicht mehr durch Gold gedeckt waren, also noch im System von Bretton Woods, wie es hieß. Und genau das führte dann auch zum endgültigen Zusammenbruch dieses Systems. Im Jahr 1953, also noch zur Zeit des Systems von Bretton Woods, das ist ja Anfang der 70er Jahre dann offiziell aufgehoben worden, erschien Mises Buch in einer zweiten Auflage in englischer Sprache, versehen mit einem zusätzlichen Kapitel. Und darin empfahl Mises eine Rückkehr zu gutem Geld. Und das war das Goldgeld für ihn. Kurz gesprochen schlug Mises vor, die Ausgabe von Umlaufsmitteln zu stoppen, also keine Ausgabe von ungedecktem Geld. Und er verlangte auch, dass neu ausgegebene US-Dollar zu 100% mit Gold gedeckt sein müssten und dass die Zentralbank zu schließen sei. Also ein Ende der Zinspolitik, wenn man so will. Mises Geldtheorie hat jedoch keinen Einfluss auf die Gestaltung der Geldordnung nach dem Zweiten Weltkrieg genommen, vor allem wohl deshalb nicht, weil sie in der Mainstream-Volkswirtschaftslehre nicht Fuß fassen konnte. Der Geld- und wissenschaftspolitische Betrieb ist anderen keynesianischen, insbesondere aber auch monetaristischen Lehren gefolgt.
Gleichwohl zeigt sich die Erklärungskraft von Mises geldtheoretischen Einsichten unübersehbar in der aktuellen globalen Schuldenkrise, die im Kern für den Niedergang des interventionistischen sozialistischen Wirtschaftspolitik und ihres ungedeckten Papiergeldsystems steht. Und auch mehr als 100 Jahre nach Veröffentlichung ist der Wissenswert von Mises geldtheoretischen Einsichten ungeschmälert. Und gerade in der heutigen Finanz- und Wirtschaftskrise helfen seine geldtheoretischen Einblicke, die Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu verstehen und vor allen Dingen auch Lösungswege zu formulieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus